Neuer Monat! Neue Manga! Das war zu spät. Neuer Monat? Neue Manga! Auch in diesem Monat stellen wir euch unsere Manga-Highlights vor. Es erscheint ein paar nice Manga diesen Monat. Ich würde sagen, wir besprechen jetzt die, die wir am interessantesten finden. Formellen, du bist auch wieder dabei? Ich bin dabei, wir haben Bock. Wir haben Bock. Los geht's. Tatsächlich erscheint diesen Monat von Sui Ishida Shujin X oder X. Der Mangaka von Tokyo Ghoul. Melin, hast du Tokyo Ghoul gelesen? Mm. Ist kein Boys Love, ne? Ja. Ich habe die Reihe tatsächlich angefangen zu lesen, als sie ganz frisch erschienen ist. Und das ist jetzt bestimmt, ich glaube, 1-2 Jahre her. Und ich weiß deswegen darüber gar nichts mehr. Hast du noch was davon mitbekommen von Shujin X? Ich kenne das, was auf dem Klappentext steht, nämlich, dass es einen Flugzeugabsturz gibt, auf dem alle 200 Passagiere überleben. Und zwei Dudes irgendwie versuchen da was zu unternehmen, herauszufinden, aber sich dann wohl mit den Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten, also den Shōjin, anlegen und das besser nicht getan haben sollten. Perfekt, danke für die Beschreibung. Achso, stimmt, das erscheinen ja so sogar zwei Bände. Ich glaube, der erste Band wurde sogar verschoben, deswegen kommen die irgendwie im Doppelpack. Ich finde dieses Rot-Blau auch ganz cool. Auf der LBM habe ich mir die Limited Edition davon vorbestellt. Die ist jetzt noch nicht da, aber ich habe gesehen, die ist so fenstermäßig, dass man das irgendwie aufmachen kann. Ne? Kannst du verschiedene Designs reinschieben. Ah, okay, ich fand das sah gar nicht mal so geil aus. Soll ich sie mal holen, willst du sie angucken? Ich ach, ist hier? Ich habe eine versteckt, falls ich sie vielleicht haben will. Ja, safe, gern. Wow, hier haben wir sogar noch eine Limited Edition. Wir können die aber leider nicht aufmachen, weil Mel hat sich noch nicht entschieden, ob sie es wirklich holen möchte. Und dann möchte sie es nicht aufmachen. Aber hier sieht man es ganz gut, solche Wechselillustrationen. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass es dafür ist. Die Idee finde ich ganz cool, aber man hat ja wirklich hier dann dieses lose halbe Stück Papier und das finde ich ein bisschen weird, ehrlich gesagt. Wenn man jetzt die Limited und das dazu daneben tut, das, mich stört es irgendwie, dass die das nicht genauso geschnitten haben, sondern so quadratisch in der Mitte, weißt du? Ich finde, dass die Nicht-Limited Edition irgendwie schöner hier so dazu passt. I don't know, ich finde es irgendwie so. Ich glaube, hier kann man auch schon sehen, die Zeichnungen. Ja, hier, das ist halt so ein typischer Sui Ishida-Stil. Richtig nice, dass er jetzt nochmal mit einer neuen Reihe mit dabei ist. Ach so, stimmt, hier gab es diese Buttons, ne? Dann für mich eine schwierige Sache, und zwar Ayashimon, auch von Crunchyroll. Hast du Hell's Paradise gelesen? Nee, da sind zu viele Insekten und ich habe Angst vor Schmetterlingen und so und damit kann ich nicht umgehen, deswegen lese ich das nicht. Okay, aber tatsächlich ist das vom Mangaka von Hell's Paradise, genauso wie bei Shujin X tatsächlich. Als der rauskam, habe ich den angefangen, dann aber so ein bisschen aus den Augen verloren und dann habe ich erst wieder von dem Manga gehört, als ich hörte, dass er geäxt wurde. Das heißt, der ist jetzt mit 4 Bänden abgeschlossen. Den Anfang finde ich tatsächlich richtig gut, aber ich verliere immer die Motivation, einen Manga zu lesen, wenn ich höre oder weiß, hey, der wurde vorzeitig beendet, der musste beendet werden. Und deswegen bin ich da ganz schwierig. Ich glaube, ich werde mir den heute nicht holen. Wenn alle 4 Bände draußen sind, schaue ich mal, ob man den so am Stück gut durchbingen kann. Sonst ein ganz schwieriger Titel. Was hier aber richtig nice war bei dem Manga. Wir kennen ja die Shonen-Protagonisten. Ne? Naruto will Hokage werden. Unser Protagonist möchte ein Manga-Protagonist werden. Deswegen sieht man hier im Hintergrund zum Beispiel Goku. Oder hier der Protagonist aus Part 3, Jojo. Hilf mir. Jotaro. Und das ist aber echt funny, weil man sieht hier halt wirklich, dass er trainiert hat, um ein Manga-Protagonist zu sein und war dann auch am Ende oder halt Jahre später auch richtig overpowered und wie er das einfach so in der echten Welt irgendwie macht. Also da ist so eine Prise Humor mit drin. Die hier ist so eine Yakuza-Bossin irgendwie, möchte ihn rekrutieren, aber denkt, er ist genauso ein übernatürliches Monster wie sie. Wenn von vornherein geplant war, dass die Reihe wenig Bände hat, ist alles cool, aber bei Ayashimon, keine Ahnung, so ähnlich wie mit Phantoms hier, das war da auch so, ja, verliere ich leider die Motivation. Tatsächlich die letzte Neuheit, die ich mir diesen Monat hole, wovon ich mir viel verspreche. Und tatsächlich ist es aber auch so, wenn ich was richtig interessant finde, dann informiere ich mich möglichst wenig, um nicht gespoilert zu werden. Und zwar Mr. Nobody. Leute, ich glaube, es kommen immer mehr Thriller nach Deutschland. Also das Genre wird auch immer beliebter. Aber auf jeden Fall finde ich, dass der Klappentext schon sehr viel dazu erzählt. Das ist spannend. Ja, ne? Also deswegen zieht euch das mal rein.
wenn ich das Mr. jetzt angesprochen habe. Und es gibt nichts über Mr. Nobody zu sagen. Ah, jo, stimmt, stimmt. Drei Bände. Ich werde mir den heute eh kaufen. Ich mach's mal schnell auf, ja? Ja. Naja, ich habe doch keinen Bock, ihn zu kaufen. Oh, guck mal, in der Broschüre steht... Ah, ja, jo, stimmt. Zweifelt an der Echtheit der Erinnerungen an seine Vergangenheit. Im Auftrag des rätselhaften Nobody, der mehr über ihn zu wissen scheint, als er selbst, begibt er sich nach Russland. Dort trifft er auf vier Fremde, die sich in der gleichen Situation befinden. Ja, ja. Sehr grafisch erzählt auf jeden Fall. Ich mag die Zeichnungen, schau mal, das ist... Hier, das ist richtig nice. Krass. Ey, wird heute mitgenommen. Ob ich will oder nicht, jetzt muss ich es kaufen. So. Ich glaube, das waren tatsächlich auch schon alle meine Manga-Neuheiten in diesem Monat. Mein Portemonnaie freut sich. Mel, wie sieht's bei dir aus? Bei mir ist diesen Monat mit Neuanfängen auch dünn. Und es war ein guter Boys-Love-Monat für mich. Oh nein. Was soll ich sagen? Aber Shoujinix ist bei mir auch schon nach Hause gewandert. Den lese ich auf jeden Fall auch, weil ich finde, das klingt super interessant. Und bei Tokyo Ghoul habe ich tatsächlich am meisten Probleme damit, dass es ja um Vampire geht, ne? Also das ist ja schon so ein Vampir. Nee, der Name sagst du schon, Ghule. Das ist was ganz anderes als Vampire. Hä, hey, warte mal, mit was verwechsel ich das denn jetzt? Oh, ich glaube, ich verwechsel das. Mit Vampire Night. Nee, mit Case Study of Vanitas, glaube ich. Keine Ahnung. Ich weiß aber gar nicht, warum ich den nicht gelesen habe. Vielleicht sollte ich das irgendwie mal anfangen. Aber ist es wirklich so, dass bei Tokyo Ghoul der Anime so viel schlechter sein soll als der Manga? Safe. Weil also, ganz viele haben zu mir gesagt, guck auf gar keinen Fall den Anime, der ist voll blöd. True. Also erste Staffel ist noch okay, aber dann gar nicht empfehlenswert. Na, wenn ich Shoujinix mag, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich auch mit Tokyo Ghoul... Ja, genau. Weil ich mag ja Vampire, ne? Yes. Richtig bescheuert, na egal. Der hier hat den ersten oder zweiten Platz bei den Boys Love Awards in Japan gemacht. Und er hat einen ganz wunderschönen Zeichenstil und der soll mehr Fantasy als Boys Love Elemente haben, worauf ich mich sehr freue. Mhm. Hat auch nur eine Flamme, das heißt für alle, die was... Ach, das mit den Flammen. Ja, desto mehr explizite Szenen vertreten sind, desto höher gehen die Flammen. Ist Potter, ja. Deswegen die Flamme. Ja, so ungefähr ist das gedacht, ja. Gecheckt, nice. Genau, und My Dear Agent, der musste einfach mit, weil die liebe Papierkätzchen, so heißt sie auf Instagram, hat ihn übersetzt und ich habe schon Übersetzung von ihr gelesen, die ich sehr mochte. Und sie kann einfach mit Sprache umgehen, deswegen freue ich mich auf den sehr. Nice. Ansonsten ist noch ein Einzelband bei mir eingezogen diesen Monat und den fand ich so toll, dass ich sogar eine Banderole geschrieben habe. Wie heißt das? Scharlachrotes Schicksal. Nee, ich meine der Text. Eine Banderole. Was? Wie heißt das? Nee, ich habe dazu eine... Ach, Banderole. Eine Banderone. Banderole. Banderole. Kennst du das Wort nicht? Banderole? Das ist irgendwie so was du abziehen kannst auf so Weinflaschen oder sowas. Das sind halt so Banderolen. Ach, wie bei Kinderpingui, dieses rote Ding, das man dann so zieht, um das aufzumachen. Nee. Wie bei Maxi King, dieses Ding, das man dann zieht, um es aufzumachen. Aber wenn du halt irgendwie so ein Werbeding da so drumherum hast. Also sowas hier, ich selbst schon. Aber hey, okay. Dieser Aufreißschnitzel, den würde ich jetzt nicht als Banderole bezeichnen. Okay. Aber das ist eine Banderole. Ja? Das ist eine Banderole. Ach, nice. Darf ich auch mal eine Banderole hier schreiben? Ja, du darfst eine Banderole schreiben, okay. Wenn du möchtest. Die beiden sind Kindheitsfreunde und wir haben so ein altasiatisches Setting, was in der Zeit, als Japan noch als Wah bekannt war, spielt. Es gab da nur so eine kleine Anmerkung, mehr weiß der Ruhr auch nicht, ich habe nicht recherchiert. Mhm. Und einer von beiden wird von der aktuellen Königin, die eine, nicht Priesterin, aber die hat halt so übernatürliche Fähigkeiten und kann halt mit den Göttern kommunizieren, quasi als Opfer ausgewählt. Und er glaubt halt nicht daran, dass der andere wirklich tot ist und er widersetzt sich so ein bisschen dem Willen von seinem Dorf und macht so ein paar andere Sachen, knüpft Kontakte und kommt dann quasi diesem ganzen Geheimnis um die Königin auf die Spur. Und ich fand, das war sehr viel Storytelling, sehr gut gemacht, sehr schön gezeichnet. Auch nur eine, ach ne, zwei Flammen, die verstehe ich aber nicht, weil tatsächlich ist es nicht so, also es gibt am Ende eine Szene und zwischendurch gibt es einmal eine kurze Nacktaufnahme. Also ich würde es nicht als zwei Flammen bezeichnen. Das ist sehr viel Storytelling. Für mich ein typischer Eine-Flammen-Titel, ne? Für mich ein typischer Eine-Flammen-Titel, ja. Auch wenn da zwei Flammen draufstehen, glaubt den nicht. Ja, ansonsten habe ich auch nur Fortsetzungen tatsächlich. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich es als...
Also ich habe mich darauf sehr gefreut. Ist auch ein Boss-Off-Titel. Janome mag ich sehr, sehr gern für ihre Zeichnungen, weil die hat immer so was Filmisches in ihren Zeichnungen. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt, aber sie zeichnet sehr oft um ihre Ränder bei den Panels so vorbei. Das ist bei JJK ist es auch so. Das mag ich daran auch voll. Ich mag das halt, weil man dann immer so das Gefühl hat, es kommt einem so entgegen. So ich mag einfach. Das auch voll. Ja, ja, ich liebe das auch. Das macht es auch so ein bisschen dynamisch und so, finde ich. Ich habe das halt gekauft und sofort gelesen, weil ich mich sehr darauf gefreut habe, aber ich fand sie beide ein bisschen zu anstrengend. Er war mir zu sehr so, ich will unbedingt einen Freund haben, alles andere ist mir egal, aber ich brauche einen Freund, weil ich muss diese Highschool-Romanze haben. Und er denkt sich einfach so, ja, Menschen sind voll kompliziert, ich verstehe schon mich nicht, wie soll ich andere verstehen und ist mir alles irgendwie egal und machen wir das halt. Und das fand ich ein bisschen anstrengend. Aber nichtsdestotrotz, tolle Mangaka, ich werde den auch nicht wieder verkaufen, obwohl ich ihn nicht hundertprozentig so feiere wie den Rest, weil ich einfach das Gesamtpaket mag. Wie viele Flammen? Eine. Das waren die Neuscheinungen? Ja. Jetzt musst du mich fragen, was für Folgetitel bei mir dazu kamen. Also, Daniel hat mich jetzt gezwungen, ihn zu fragen. Nein, Spaß. Okay. Vielen Dank für deine ehrliche und neugierige Frage. Mein Highlight bei den Weiterführungen. Was sagst du so? Was ist denn mein Highlight bei den Weiterführungen? Ey, das ist schwierig, weil im Gegensatz zu den Neuerscheinungen kommen richtig geile Weiterführungen. Zuallererst Boys Run the Ride, Band 4. Leider, wenn ihr es euch noch nicht selber geholt habt, seid ihr selber schuld. Band 4 ist jetzt der letzte Band. Das heißt, die Reihe ist damit abgeschlossen. Die ersten drei Bände haben komplett zerfetzt. Du hast den vierten Band ja schon gelesen und fandest es nice. Ich finde die ganze Reihe toll. Also ich finde es auch schön gemacht und mir hat es auch sehr auf das Herz gebrochen. Total. Finde ich sehr schön erzählt. Anschließend ist für mich auch ein Highlight. Welcome Back, Alice, der zweite Band. Ich glaube, in unserem ersten Video zusammen habe ich drüber gesprochen, ne? Mhm. Der erste Band, jetzt ist der zweite Band erschienen. Ey, Oshimi, macht Bock, macht Spaß, ist einfach nice. Genauso viel Spaß gemacht hat mir der erste Band von Die Dark, da reden wir in der Manga Hall nochmal drüber. Da ist jetzt auch schon der zweite Band draußen. Du liebst ja die Zeichnungen von dem Mangaka nicht so, ne? Ja, ich weiß nicht, mich zieht es halt einfach nicht an und ich fange halt nichts an zu lesen, was mich nicht übelst anzieht. Wie kann ich das denn nicht anziehen? Das kleine finde ich süß, ja, aber eben. Das andere finde ich nicht so süß. Alter, Alice in Borderland Band 4. Ach so, stimmt, das, was du sofort lesen musst, nachdem du es besitzt. Das werde ich sofort lesen, wenn ich es besitze. Der vierte Band ist doch bestimmt jetzt schon über den zwei Staffeln, oder? Für mich reicht der Manga und der hat bisher einfach immer überzeugt. Und ey, ich bin nur hyped, ich glaube, das geht genauso gut weiter. Ja, wo ich noch aktuell kommen muss, ist halt Undead Unluck. Eigentlich eine Reihe, die mir Spaß macht. Ist ein cooler Shonen für zwischendurch. Macht Spaß. Du bist ja so My Hero-Fan. Also, wenn du My Hero magst, dann wäre das ja auch was für dich. Oder auch so Dandadan und so. Ich werde mir die Reihe erst weiter kaufen, wenn ich auch wirklich auf den Stand gelesen habe, den ich jetzt zu Hause habe. Eins habe ich vergessen. Und zwar, ja gut, also jetzt wird man eh gespoilert, wenn man es nicht gesehen hat. Aber One Piece Band 104 mit einem so nice Cover ist doch 104, ja. Mm. Wie ist deine Geschichte mit One Piece? Als Teenager fand ich es richtig geil, dann habe ich es verloren und jetzt nehme ich mir schon ewig vor, es zu lesen, aber die Masse an schon existierenden Bänden erschlägt mich. Verstehe ich. Also der Moment war schon krass. Das war schon richtig nice. Ich kann leider nicht mitreden. Ich glaube, die Leute, die wissen, wieso, ich meine, man sieht es ja hier. Ey, ich habe vor einer Woche mein Top 10 Manga-Cover-Video hochgeladen und hätte ich das eine Woche später hochgeladen, wäre das mit dabei? Ja, oder wäre es dabei? Ja, ich glaube schon. Aber sieht irgendwie sehr rührend aus. Ja, total, witzig, total. Witzig und traurig zugleich. Aber One Piece freut mich auch mega. Und das sind meine weiterführenden Titel. Ist ganz schön viel dazugekommen, aber was hast du denn so, was du dir alles holst? So, das Wichtigste zuerst und zwar... Oh, yes. Ich bin für diesen Schuber an meinem freien Samstag hierher geradelt, nur um den zu kaufen, weil er einfach wunderschön ist, mit Band 10 und einem Shikishi drin. Die Tagebücher der Apothekerin, eins meiner absoluten Lieblingsreihen. Also sie zählt auf jeden Fall mit dazu. Ich liebe Mao Mao einfach. Sie ist einfach so eine starke Protagonistin.
die sich einfach nur für ihre Arznei und Medizin interessiert, überhaupt nicht checkt, wie gut er sie findet. Ich liebe den, ihren Charme, den ihr Miteinander. Das hat mir im Band 10 so gefehlt, weil es gab nicht so viel Zeit, die sie zusammen hatten, weil es, glaube ich, so ein von der Background-Story, die immer mal schneller und mal langsamer läuft. Also halt habe ich das Gefühl, ein bisschen was vorangekrabbelt. Hatte auch einen richtig gemeinen Cliffhanger. Das fand ich richtig schade. Band 11 dauert irgendwie noch bis November oder so. Oh, echt? Aber ich liebe sie einfach. Sie ist so tough und so toll und ist einfach Tagebücher der Apothekerin. Ist einfach so mega. Dann natürlich, über Demon Slayer reden wir nicht. Das habe ich gar nicht gesagt. Hast du gesagt? Egal. Weil Daniel findet Demon Slayer nämlich nicht anspruchsvoll. Nein, ich sag dir, wir reden darüber nicht, weil es ist halt einfach, also jeder weiß ja über Demon Slayer Bescheid. Also, aber die Covers sind cool. Die Covers sind cool. Ich liebe diesen Zeichenstil, obwohl ich am Anfang immer gesagt habe, ich lese das nicht, weil der Zeichenstil ist blöd. Aber das finde ich nicht mehr. Ich finde, er ist sehr charmant. Es ist auch ein neuer Band von Cherry Magic gekommen. Die sind leider sehr dünn und kosten dafür auch irgendwie einen Zehner oder so. Aber es ist so ein Wohlfühltitel für mich geworden. Der hat sogar, glaube ich, gefühlt noch weniger als eine Flamme. Der ist einfach nur zum Wohlfühlen, weil dieser Dude, der konnte ja am Anfang Gedanken lesen, weil er bis 30 noch Jungfrau war. Classic Plot Twist. Richtig süß einfach. Okay. Und er war am Anfang super socially awkward und konnte überhaupt nicht mit so Flirten und allem so umgehen und er, ach, eigentlich sind beide awkward oder irgendwie sind die süß und habe ich gekauft und sofort gelesen, weil Liebe. Aber ansonsten war es das bei mir tatsächlich auch. Danke. Alles schon mal. Das sieht hier aus, als wäre da ein Fleck, aber das gehört einfach zum Cover. Ja, weil das Kirschblüten sind, die hier so runter. Ach, das macht einen verrückt. Mich macht das auch verrückt. Okay. Das waren deine Weiterführungen, ja. Ne? Dankeschön. Applaus, Applaus. Das waren unsere Manga-Highlights im Juni. Was haben wir vergessen? Worüber haben wir nicht gesprochen? Schreibt es uns in die Kommentare. Frau Mel, hast du unsere letzten zwei Manga-Empfehlungsvideos schon gesehen? Ne? Komm, die hast du gesehen. Ja, natürlich habe ich die gesehen. Ich war ja auch Teil davon. Deswegen, genau. Ich zeige aus dem letzten Monat ist hier das Video. Lohnt sich immer noch. Sind immer noch nice Empfehlungen dabei. Dann kannst du dabei warst. Vielleicht bis nächsten Monat. Ja, warum noch vielleicht? Sortierst du mich aus? Na, wenn du keinen Bock mehr hast. Ciao!